Und wir bleiben beim Thema, wollen das Ganze mit Stefan Gent besprechen, dem Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschlands. Ich grüße Sie ganz herzlich. Schönen guten Morgen, Herr Gent. Guten Morgen. Wie schauen Sie denn auf die anstehende Rückgabe der ganz normalen Grundrechte für Geimpfte und Genesene? Wir schauen sehr positiv auf diese Rückgabe der Grundrechte. Es ist wichtig, dass wir jetzt ein wirkliches Öffnungsszenario bekommen. Wir alle sind verantwortungsvoll im Umgang mit dieser Pandemie. Das beweist der Einzelhandel übrigens jeden Tag auch in den Supermärkten, wo man keine Testpflicht hat und trotzdem keine Ansteckungen stattfinden. Auch das Robert-Koch-Institut sieht das Ansteckungsrisiko im Einzelhandel sehr niedrig. Und deshalb ist es gut und richtig, dass jetzt Geimpfte, Genesene und Getestete gleichgestellt werden, dass wir wieder mehr Normalität bekommen. Allerdings natürlich unter Einhaltung der Hygienekonzepte. Das kennen wir alle und das, glaube ich, wird auch gut funktionieren. Herr Gent, haben Sie Zahlen vielleicht zur Hand, die so ein bisschen in die Zukunft schauen, was diese Rückgabe an Rechten für Ihre Branche konkret bedeuten könnte an Umsatzplus? Naja, wir reden jetzt gar nicht von Umsatzplus momentan, sondern der Einzelhandel verliert natürlich erheblich an Umsätzen. Übrigens auch das Grundrecht der Berufsausübungsfreiheit wird ja nach wie vor erheblich eingeschränkt, da der gesamte Nicht-Lebensmittelhandel, unsere Textilgeschäfte, Schuhgeschäfte, Parfümerien weiterhin nicht öffnen dürfen. Und deshalb brauchen wir diese Öffnung ganz dringend. Und in der Tat, jetzt so die Umsätze in Berlin beispielsweise, hier bei uns, kann man natürlich mit dem Test und Termin einkaufen gehen. Aber der Umsatzrückgang ist trotzdem noch gravierend. Immer noch zwischen 50% und 80% weniger Umsatz als normal in der Kasse. Das heißt, die Lage ist dramatisch im innerstädtischen Einzelhandel, in vielen mittelständischen Unternehmen, aber auch in großen Filialunternehmen, in Kaufhäusern. Deshalb brauchen wir den Schritt nach vorne. Und in der Tat, der Umsatzverlust, der jetzt aufgelaufen ist, ist so gravierend. Es sind gut 700 Millionen Euro Umsatz jeden Tag, die verloren gehen, die man auch nicht wiederholen kann. Das heißt, wir müssen in diese Normalität kommen, auch weil die Wirtschaftshilfen nach wie vor nicht ausreichend ankommen. Und besonders bei größeren Mittelständlern und bei größeren Unternehmen kommen die Hilfen gar nicht in der Höhe an, weil es dort einen Deckel gibt. Das sind maximal 3 Millionen Euro im Monat. Und es gibt viele Handelsunternehmen, die haben 10 Millionen Mietkosten im Monat, sodass man ganz klar sieht, die Rechnung geht nicht auf. Und deshalb ist der beste Weg natürlich, unter Wahrung der Hygienekonzepte dann wieder zu öffnen, verantwortungsvoll zu öffnen. Und das machen die Bundesländer jetzt ja auch schon dort, wo man unter 100er Inzidenzen ist. Herr Gent, es hat ja einige Gesprächsrunden gegeben, unter anderem mit Bundeswirtschaftsminister Altmaier. Sind Sie denn als Verband, als Branche aktuell im Gespräch mit der Regierung? Und was sagt die Ihnen zu Ihren Forderungen? Ja, wir sind natürlich laufend im Austausch, insbesondere mit dem Bundeswirtschaftsminister und seinem gesamten Ministerium. Das muss man schon sagen, dass das Wirtschaftsministerium sich erheblich einsetzt. Wir reden auch mit dem Kanzleramt. Aber ganz klar muss man natürlich sehen, diese Bundesnotbremse, die jetzt bis Juni erstmal gilt, wird ja dann außer Kraft gesetzt, wenn die Inzidenzwerte unter 100 sind. Und dann sind die Bundesländer wieder zuständig. Deshalb fordern wir natürlich einheitliche, transparente, nachvollziehbare Regelungen in Deutschland. Bei diesen Inzidenzen unter 100 beispielsweise halten wir es absolut vertretbar, dass die Innenstadtgeschäfte öffnen dürfen ohne Test. Denn wir sehen ganz deutlich, wir haben kein Infektionsrisiko beim Einkaufen im Einzelhandel. Und diese Testhürde ist eine absolute Hürde. Wir hören das selbst von den Friseuren, dass die kaum noch Termine vergeben können, weil die Leute sich einfach zurückhalten. Und das sehen wir im Einzelhandel halt auch, dass Test und Termin eine doppelte Hürde ist, die unheimlich schwierig ist. Deshalb, wenn die Inzidenzen runter sind, dann muss man auch unseren Einzelhändlern das Grundrecht der Berufsausübungsfreiheit zurückgeben. Herr Gent, danke schön für das Gespräch. Ihnen ein gutes Wochenende. Ebenso, vielen Dank.